Wir sind wieder zurück bei Legend of Ashun und sind hier am Marktplatz und sind auf der Suche nach jemandem, der uns Stoff verkaufen kann Lass uns erstmal abwarten, was für da passiert. einen Handwerksmeister. Die Schere Meine können wir Meinung kennst du uns ja schon. auch Das schon kommt bei mir einem Schmied vor. abholen. Dafür müssen wir allerdings 40 Rupere bezahlen. Lass uns erstmal abwarten, was da passiert. Und Meine Meinung kennst du ja schon. Einige Probleme erledigen sich von selbst. wir gucken mal, Ich kann wer das nicht jetzt mehr diesen hören. Stoff hat. Das hätte er doch besser wissen müssen. Also Adam. Mordsmann. Ardam, nicht Adam. Schon mal nicht. Lass uns erstmal abwarten, was daraus wird. Das sind doch alles nur Geschotte können wir noch mal Gerüchte. gucken. Ich glaube es aber nicht. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Das hätte er doch besser wissen Nee, müssen. der verkauft ja definitiv nur Bücher. Das gibt doch nur noch mehr Ärger. Und wenn wir noch mal ins Tagebuch schauen, das war hier irgendwo. Vestido braucht unbedingt roten Stoff und eine Schere. Und da steht auch, dass einer der Händler Daran wird sich niemand Stoff und ändern. Scheren verkaufen könnte am Marktplatz. Wer erzählt denn so was? Der hier ist ja leer, aber das sind ja hier nur Waffen davor. Also glaube ich nicht, dass das irgendwie von Bedeutung Ist ist. das wirklich so? Wir gehen jetzt einfach nochmal die Händler ab. Nichts aufgerissen zu haben. Nein, der verkauft tatsächlich nur Davon Proviant. kann keinem leid tun. Das hier ist ein Das hätte er doch besser Kräutertyp. wissen müssen. Ach, das ist Amike. Genau. Das liegt auch daran. Nee, bei ihm kommen wir auch nicht Lass uns weiter. erstmal abwarten, was daraus wird. Hier ist noch ein Wer Stand, erzählt der denn leer sowas? steht. Wir haben 16:40 Uhr und da frage ich Daran wird mich, wo sich die nie was Leute sind. ändern. Ja. Daran wird sich nie was ändern. Vielleicht weiß dieser Graham was. Glaubst du wirklich? Den kennen wir ja noch nicht. Ein Geschichtenerzähler also. Das hätte ich dir vorher sagen können. Man ruft mich Graham. Wer erzählt denn sowas? Der arme Kerl kann ihnen leid tun. Mich brauchst du das So, nicht. das ist jetzt erstmal unwichtig. Gut, Ich dann hab fragen wir halt keine. diese Waffenhändler hier nochmal. Auch wenn ich das bezweifle. Ja, Meine warum Meinung sollten sie kennst du auch ja Stoff schon. tragen? Und warum sollten sie auch Stoff Hier ist doch verkaufen? nicht alles. Das hätte ich dir vorher sagen können. Meine Meinung Moment. kennst du ja schon. Was ist das hier? Ja, Daran wird sich nie tatsächlich. was ändern. Ich dachte, Fenger wäre. Okay, Man muss einfach eben falsch gedacht. aufpassen, was Er man hat so rum zwar erzählt. an seinem Stand Meine sind lauter Meinung kennst Waffen du ja schon. abgebildet, aber das war wohl eine Mir ist nicht alles Fehlinterpretation. klar. Er hat Stoff für 30 Rupere, dann kaufen wir Man das. erzählt sich ja so einiges. So, das hätten wir erledigt. Das sind doch alles nur Was Gerüchte. war mit dir nochmal? Keine Ahnung. Der arme Kerl kann ihnen leid tun. Ja gut. Warum erfahre ich das erst jetzt? Also ich habe mir Daran wird noch sich nie so was ändern. Gedanken gemacht, hoppla, was dieser Ich kann zerknüllte das nicht Zettel mehr hören. zu bedeuten hat, aber ich Das sind komme doch da alles nicht nur drauf. Gerüchte. Wenn jemand Legend of Ashun Wirklich? schon gespielt hat, könnte derjenige mir vielleicht Man muss in eben den aufpassen, was Kommentaren man so rum mal erzählt. einen Tipp davon geben. Ich Man habe muss eben keine Ahnung, aufpassen, was man so wie rum dieser erzählt. zerknüllte Zettel Ich in kann mein das nicht Inventar mehr reinkommt und was hören. es überhaupt zu bedeuten hat. Wer erzählt das denn jetzt? Ich weiß auch gar nicht, zu welcher Quest oder ja, dass das Ich kann es mir nicht so irgendwie hören. eine Bedeutung hat. Wäre schon Was gut, soll wenn ich ich denn das tun, dass sie so erfahren könnte. Das habe ich noch gar nicht gehört. 1550 Rupere, immer noch. Aber ich glaube, ich ercheate mir das Gold einfach. Das ist einfach unmöglich. Ich weiß gar nicht, wie wir an das Gold rankommen sollen. Das Entschuldigung, kann ich schon krieg das nicht auf passieren. die Reihe. Das heißt ja Roperie. Ach, erzähl mir nicht so Jacques? Schmerzenszeiten sind das. Ach, der ist doch normalerweise immer im Er sollte Armenviertel. lieber den Mund halten. Und was willst du gegen dein Wohin soll ich Problem mich denn machen? noch Komm, wir erzählen, reden was mal du mit ihm. sagst? Wer sagt denn sowas? Wer
es wird noch viel schlimmer. Das ist ja interessant. Der erzähle ich gar nichts mehr. Was du nicht sagst. Er erzählt alles weiter. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Ich glaube da nicht dran. Ich habe was anderes gehört. Wirklich? Und es wird noch interessant. Naja, also Jacques erzählt nichts Interessantes, mein Mann sieht das was wir nicht schon kennen. Ich habe was anderes gehört. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Ich habe was anderes gehört. Okay, er will nicht mehr mit uns reden. Warum ich auch immer. Was anderes gehört. Ich glaube da nicht dran. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Wirklich? Das ist ja interessant. Ich habe was anderes gehört. Er erzählt alles weiter. Du meine Güte. Das ist doch der ist ja direkt Geheimnis sofort beleidigt, mehr. Wenn man ihm irgendwelche Fragen stellt. Er sollte lieber den Mund halten. Mein Mann sieht das anders. Was vielleicht kann er uns helfen, Rekrut zu werden. Und es wird noch viel. Das ist doch kein Geheimnis. Nee, das entscheidet wieder dieser verdammte Argus. Worum soll ich mich denn noch alles? Das weiß doch inzwischen jeder. Ja, aber solange wir wohl unsere Strafe nicht bezahlt haben, wird daraus nichts. So, Inventar. Ach, erzähl mir im Inventar so müssen wir haben roten Stoff und die Schere müssen wir wohl noch abholen. Das weiß doch inzwischen jeder. Muss jetzt noch ein bisschen warten, denn wir schlafen jetzt eine Runde. Ich glaube, wenn wir zu oft schlafen, dann erleben wir irgendwelche Konsequenzen andauernd. Ja, ich glaube, die Quests hier sind alle irgendwie mit Zeiten verbunden, auch wenn das nicht im Tagebuch dran steht, aber irgendwie habe ich hier das Gefühl, dass Konsequenzen hier schon eine besondere Bedeutung spielen. Aber das ist mir jetzt völlig egal. Ich möchte einfach nur die Mod spielen und was kommt, das kommt, fertig. Mit oder ohne Konsequenz. Wenn wir irgendwas verprassen oder verpassen, dann ist das nun mal so. Ist ja nur eine Demo. Ich denke, in der Vollversion spielt man dann einfach, oder ich werde dann in der Vollversion einfach noch genauer spielen. Moment, wir müssen glaube ich in die Richtung. Ja, da werde ich dann einfach noch genauer spielen und das Ganze noch genauer auskosten. Ja, meine Spielweise ist nun mal halt so, ne? Ich lebe mit allen Konsequenzen, die halt kommen und bin nicht der Neulader-Typ. Das ist nicht so meins. So, wo war der nochmal? Der war, glaube ich, hier drin. Nee, wir sind ja völlig verkehrt. Ach, die Schmiede ist noch ein Haus weiter vorne. Oh, Mann. Genau, hier ist dieser eine Lehrling. So, mein Freund, jetzt will ich es aber haben. Die Schere ist fertig. Hast du auch die Roperie dabei? Okay, also, wir haben unsere erste Stadtquest erledigt. Wir haben für Meister Vestito die Sachen besorgt. Und jetzt müssen wir erstmal Meister Vestito wieder finden. Bemühen wir uns. Die Welt Wir gehen jetzt einfach mal am besten an den Anfang zurück, wo wir hergekommen sind. Und da geht es ja so einen Weg nach rechts. Ich glaube, so kommen wir am schnellsten zu Vestito. Ja, schön. Wir haben, wie gesagt, die erste Stadtquest erledigt. Und hoffentlich bekommen wir auch unser Gold, das wir jetzt ausgegeben haben. Denn, ja, genau, das war eine gute Entscheidung, so zu laufen. Mann, was ist denn hier los? Oh, ich glaube, es liegt an meiner Grafikkarte. Ich habe sie übertaktet. Und jetzt läuft es ja ganz gut hier, ne? Aber irgendwie kommt so ein komischer... Naja, wir spielen weiter. Ja, da ist er. Wegen den Sachen.
Sehr schön, 200 Erfahrungspunkte. Sehr cool, wir haben wirklich das Gold zurückbekommen. Aber vergiss nicht, dass du vorher Mitglied der Zunft sein musst, sonst darf ich dich nicht aufnehmen. Wie lange bist du schon mit der Schneiderei im Geschäft? Okay. Haben wir wohl noch nicht gefragt? Doch, das kennen wir schon, diesen Dialog. Das kennen wir schon. Ach so, das ist immer da, alles klar. Das geht nicht weg. Ja, mit der reden wir nicht mehr. Also wir hätten schon den ersten Meister, der uns aufnimmt, sobald wir natürlich der Zunft angehören. Und soweit ich mich erinnere, ist ja Ahus der Zunftmeister und der will ja auch was von uns. Die Frage ist nur, wir könnten vielleicht jetzt schon ihn direkt fragen, ob er uns in die Zunft aufnimmt. Denn diese Aufgabe, die ich gerade gelesen habe, betrifft ja nur, oder hat ja nur den Zweck, bei ihm Lehrling zu werden. Ja, ich glaube, dieses nach vorne und nach hinten geruckelt kommt von meiner Grafikkarte. Ich habe sie heute mal übertaktet und das Spiel läuft ja hier mit 40 Frames. Wunderbar. Ansonsten kann ich mir das nicht erklären. So, wir gehen jetzt mal zu dem Ahus. So langsam kommt die Orientierung hier in der Stadt. Ah, nicht schon wieder, ey. Tja, das müssen wir wohl echt akzeptieren. Und irgendwann töte ich dich. Die alles entscheidende Frage, kann ich jetzt der Zunft beitreten? Bin mal gespannt, was er darauf antwortet. Du hast meinen Auftrag noch nicht erfüllt und du benötigst noch die Zustimmung von mindestens zwei Meistern. Okay, dann ist ja alles klar. Das dürfte jetzt nicht so schwierig sein, die Zustimmung von zwei Meistern zu bekommen. Allerdings haben wir ein anderes Problem, und zwar nämlich das hier. Wir haben 5 Holzscheite. Wenn wir aus der Stadt rausgehen, kommen wir nicht wieder rein, weil wir ja Verbrecher sind. Und ich wüsste jetzt nicht, ob wir hier innerhalb der Stadt irgendwo Holzscheite bekommen. Ich kann mich irgendwo erinnern, einige Folgen zuvor, war das hier sogar vielleicht? Holzspalten. Genau, das war doch hier. Was für ein Zufall. Ja, aber wir bekommen ja, glaube ich, nee, das vermehrt sich ja nicht. Wir können zwar hier das Holz irgendwie spalten oder zerhacken, aber wir kriegen nichts ins Inventar. Ich guck nochmal eben. Nee, es bleibt immer bei 5 Holzscheit. Ja, jetzt haben wir echt ein Problem, denn sobald wir aus der Stadt rausgehen, war's das für uns. Wir könnten jetzt natürlich versuchen, bei den Händlern nochmal zu gucken. Wir hatten hier irgendwo nochmal so ein Bündel Bretter. Vielleicht, wenn wir die aufmachen? Oder, nee. Oder habe ich mich getäuscht? Da, genau. Kann man die aufmachen? Nee. Kann man nicht anklicken. Na gut. Wir gehen nochmal eben kurz zum Marktplatz und gucken mal, ob da irgendjemand Holzscheit hat. Im Endeffekt brauchen wir sowieso nur 10. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Ob wir die zerhacken oder ob wir die irgendwo uns erwerben, sollte ja wohl egal sein. Ich hoffe nicht, dass die Quest verlangt, dass wir zu einem bestimmten Punkt müssen, um dort das Zeug zu holen. Das wäre natürlich ein bisschen blöd. So, wir gucken nochmal die Händler ab. Was ist denn das hier? Yatagan, das ist auch eine Waffe. Was ist eigentlich das da? Ach, Molaradfit. Und wieder gehen. So,
Was ist mit dir los? Seit wann sprechen Frauen uns an? So freundlich sehen wir doch gar nicht aus. Pass bloß auf, dass du mein Haus nicht schmutzig machst. Mädchen, so redet keiner mit uns. Also schön alles ausklopfen, wenn du vorhaben solltest, meinen Mann zu besuchen. Es reicht ja, dass ich schon hinter ihm und seinen Sägespänen herputzen muss. Was will die von uns? Wie kann man so mit uns reden, ey? Naja, aber andererseits ist es ja irgendwie normal hier, in dieser Stadt. Oder auch im Armenviertel. Dass die Leute einen so blöd anquatschen. So, das ist auf jeden Fall Victoria. Und Joachim, der Tischler, ist ihr Mann. Kann es irgendwie sein, dass die Frauen hier in Legend of Ashun irgendwie alle unter einer Krankheit leiden? Also so kommt mir das irgendwie vor. Das ist doch irgendwie merkwürdig. Die ticken alle nicht so ganz richtig. Komm schon, du hast Holzscheit, du bist ein Jäger. Und Jäger müssen sowas haben. Und wie sieht's aus? Natürlich nicht. Oh, Mann, ey. Ja, was machen wir da jetzt? Wenn wir nämlich rausgehen, kommen wir in diesen komischen Bug da rein, dass uns die Wache anspricht, ja, du musst 100 Gold bezahlen, dass du reinkommst, wir zahlen dann die 100 Gold und dann spricht er uns sofort direkt an. Wir kommen nicht aus dieser Schleife raus. Ich habe jetzt keine Lust, irgendwie über F8, also über den Cheat-Modus, aus der Stadt draußen wieder rein. Das ist echt ein bisschen doof. Denn normalerweise hat man 100 Ruperi bezahlt an die Stadt, sollte sie uns auch reinlassen, ne? Aber das macht die Stadtwache eben nicht. Ach, den kennen wir noch gar nicht. Es gibt also doch noch den ein oder anderen NPC, den wir verpasst haben. Das ist auf jeden Fall Kartus. Ja, okay, es passt auch. Er zeichnet Karten. Ach so. Er kann nur Karten verkaufen, wenn er in seinem Laden ist. Na gut. Ich habe was an der Augen. Das ist ja schrecklich. Das habe ich schon mal gesagt. Okay, also dieser Kartus versteht sich mit Garot nicht so gut. Und wir haben ihn nur gefragt, wie er seine Karten erstellt, und jetzt ist er schon sauer deswegen oder genervt. Bist du mit dem falschen Fuß aufgestanden? Ja, ja. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Ich hab mir das schon getan. Das ist ja interessant. Er erzählt alles rein. Okay, also weil er uns nicht kennt, hält er es auch nicht für nötig, mit uns zu reden. Boah, was für ein ewig langer Dialog um nichts. Da geht's um gar nichts. Es reicht ja ein Satz. Nee, du nervst mich und gut ist. Aber der redet da in der Schleife rein, was völlig uninteressant ist. Unglaublich. Okay, der hatte, glaube ich, nur Kräuter. Jan? Ach Mann, wieso? Okay. Ich dachte gerade, das wäre jetzt ein Bug, aber... doch, jetzt kommen wir wieder raus. Gerade eben ging es gar nicht. Ich habe versucht rauszudrücken, aber... aber wieso... oh, wieso redet der jetzt nichts? Steht hier, verkauft hat und redet nicht. Ach, kein Hinweis, gar nichts, ne? Nee. Das ist auch so was. Das ist, warum steht der da und will mit Sachen handeln, aber naja. Ja,
kein Hinweis, nichts. Das könnte man nämlich auch ein bisschen ändern, wenigstens Tagebuch oder so. Wie auch immer. Tja. Wie sollen wir die Aufgabe von Vestito erledigen? Da bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als die 1500 Hopery aufzubringen. Damit alles wieder in Ordnung ist. Eine andere Idee fällt mir jetzt sonst nicht ein. Nur, wie kommen wir an 1500 Hopery? Nee. Ich glaube, der hatte nur Proviant oder so, ja. Was haben wir jetzt genommen? Wir haben irgendwas aufgehoben? Moment! Ah, ich dachte gerade, hier, dass es Holzscheit gewesen wäre. Tja, zu früh gefreut. Irgendwas haben wir gerade hier von ihm aufgehoben. Keine Ahnung. Tja. Wir machen mal den ganzen Kram auf, was wir hier so bei uns tragen. 225, ja, und das war's auch schon. Da frage ich mich, wie sollen wir an 1500 rankommen? Okay, dann müssen wir wohl oder übel den ganzen Kram verkaufen. Obwohl, ich speichere mal kurz ab. Wir machen nochmal den Versuch. Vielleicht war das einfach nur spielbedingt, als ich das mal getestet hatte. Wir gehen jetzt mal raus und wenn wir in diese Schleife wieder reinkommen, dann lade ich nochmal das Spiel, weil für einen Bug kann ich natürlich nichts, der ungewollt entsteht. Wir gehen jetzt einfach mal raus. So, und laut Tagebucheintrag sollen wir uns ja an der Mauer... Du wirst in der Stadt... So, wir gehen jetzt einfach mal. Also weggehen können wir. Genau. Das ist nicht das Problem. Dann suchen wir erstmal diesen umgefällten Baum oder was auch immer, was da... was hier rumliegt, damit wir hacken können. Okay, hier ist aber nichts. Ahus, da. Vom Stadttor gibt's Holz. Wenn ich rechts an der Mauer entlang gehe, finde ich einen gefällten Baum. Wenn ich rechts an der Mauer entlang gehe, das sind wir doch auch. Ist das dieser Baum? Ich glaube nicht. Ich meine, hier ist noch ein Baum. Und ganz viele Pflanzen. Den nehmen wir natürlich mit. Holzfäller-Axt? Holzhacken. Ja, sieht so aus. Ich guck mal, ob die Gegend irgendwie... irgendwo irgendwelche Viecher hat. Nö. Sieht nicht so aus. Die Armbrust sagt jetzt gerade gar nichts. Doch da vorne kann ich Scavenger sehen. Okay, dann... haben wir jetzt schon gehackt, oder was? Irgendwie war die Kamera gerade sehr, sehr komisch. Ich guck nochmal ins Inventar. Holzscheit 6 Stück. Doch, es hat tatsächlich geklappt. Ja, dann hacken wir nochmal. Ja. Achso, das heißt, wir müssen einmal hacken, aufhören, hacken, aufhören. Also, wir können die Animation nicht weiterlaufen lassen. Toll. Jetzt wurden gerade Goblins gespawnt. Das ist ja gemein. Die wurden... sehr schön. Den haben wir klein gekriegt. Da ist nichts zu holen.
Und die Rekruten haben uns geholfen, die anderen zu töten? Nun gut. Nichts zu plündern. War wohl eine kleine Überraschung hier, ne? Während man am Hacken ist, dass plötzlich dann diese Gobos auftauchen. Waren das nicht drei? Ach, mir doch egal, komm. War er das? Da ist nichts zu holen. Nee, den hatten wir ja schon gehabt. Wo ist denn der dritte? Oder waren es nur zwei? Da ist nichts zu holen. I don't know. Wir hacken jetzt mal weiter und passen auf, nicht dass nochmal so komische Monster kommen. Nee. Und nochmal. Ich habe jetzt genug Holz für Argus. Okay. Der hat jetzt selbstständig aufgehört. Kann man eigentlich weiterhacken? Ja, kann man. Ich guck mal. Ja. Vielleicht brauchen wir das Zeug noch für eine andere Quest. Deswegen hole ich jetzt einfach noch ein paar andere. Kommen Viecher? Nee, keine Viecher. Ich glaube, das war jetzt gerade einfach nur ein Quest-Gag. Hier sind noch Pilze. Ja. Also hier, in diesem Bereich hier sind, glaube ich, 3, 4 Triggerpunkte. Das ist wirklich verrückt. Seht ihr das? Wenn man hier in diese rumläuft, dann ist es, also zumindest bei mir, nur die ganze Zeit am Ruckeln. Na gut. Ach, da ist der dritte Goblin. Nichts zu plündern. So, wir werden jetzt mal versuchen. Hä, der sagt ja gar nichts. Sollte der nicht meckern oder so? Hä? Ist das jetzt... Ich glaube, das ist ein Bug, den wir gerade haben. Denn normalerweise sprechen uns doch die Wachen an, wir wären Verbrecher. Mir soll es recht sein. Endlich mal ein guter Bug. Weil normal kann es ja nicht sein. Wir werden doch normalerweise angesprochen. Na, egal. Müssen wir jetzt nicht verstehen. Wir nutzen das jetzt einfach mal aus. Wir haben nichts falsch gemacht. Wenn er uns nicht anspricht, selber schuld. So. Nee. Einmal zu dir. 75 Erfahrungspunkte. Naja. Besser als nichts. Okay, immerhin haben wir das jetzt schon mal erledigt. Fabik kriegt das Holz. Ja. Hier nochmal 100 Erfahrungspunkte. Das ist schön. Und ein Level up. Das wurde verdammt nochmal auch echt Zeit. Du meine Güte, das hat jetzt echt gedauert. 10 Lernpunkte. So, was machen wir damit? Schlösser knacken oder lieber nochmal in Stärke investieren? Weil etwas anderes kommt für mich hier nicht in Frage. Tiere ausweiden, Pfeile herstellen, Schmieden, Alchemie interessiert mich überhaupt nicht. Runen erschaffen auch nicht. Ja. Eigentlich würde ich viel lieber in Stärke investieren. Irgendein Meister hat doch verlangt, dass wir Fell abziehen lernen. Heineres Problem. Genau. Heineres Problem, wer war das nochmal? Ich bin jetzt gerade echt... Es ist auf jeden Fall ein Handwerker. Wenn zum Fellabziehen gehen, dann kann es eigentlich nur der Bogner sein. Und wo war der Bogner nochmal? Ich bin jetzt orientierungslos. Ich weiß nicht mehr, wo der Bogner war. Nee, ich glaube, der war hier Richtung Magier oder Prediger. Der uns Schutz und Sicherheit gewährt. Vertraut diesem gütigen Herrscher. So, der müsste irgendwo hier sein, der Bogner, glaube ich.
Nee. Hier ist er nicht. Und hier geht's nicht weiter. Okay. Fehlalarm. Gemeinsam können wir bestehen, wenn wir alle Schulter an Schulter stehen, wenn wir fürs Altrecht und der Garde verdanken. Ich habe mir jetzt einfach überlegt, ich achte nicht mehr auf die Zeit. Das ist auch ein bisschen nervig, jedes Mal auf diesen dämlichen Timer Acht zu geben. Wir spielen zukünftig einfach die Folgen und wenn sie 40 Minuten lang sind oder 30 oder 25, ist auch völlig egal. Da achte ich nicht mehr so drauf. Wir spielen so lange, wir spielen wollen. Wir nehmen so lange auf, wie wir aufnehmen wollen. Wo war dieser Bogen denn nochmal? Nee, da kann es ja eigentlich nicht sein. Nee, da war auch der Marktplatz. Entweder in diese Richtung oder in diese Richtung. Wir gehen mal hier lang. Ja, wie man sehen kann, die Stadt ist wirklich groß und hat viele verzweigte Wege. Wobei so langsam bekomme ich eine gewisse Orientierung. Ist das der Bogner? Nee, das war der Bäcker, glaube ich, ne? Ich gehe nochmal kurz rein. Ja, das war der Bäcker. Das war doch schon vorher. Was war hier? Ach, das war der Künstler. Das hier war ja Vestito. Irgendwo muss doch hier der Bogner sein. Nee. Tja. Hä? Wir kommen also hier raus. Wir sind dort lang gelaufen und kommen hier raus. Hier war ja irgend so ein Schmied, genau, da sieht man auch den Schmied arbeiten. Wo verdammt nochmal ist der Bogner? Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Also so viele Wege bleiben doch gar nicht mehr übrig. Das hier war. Wer war das hier nochmal? Vanadium? Wir reden mal kurz mit dem. Da geht es irgendwie um Neodym. Nee, das kennen wir auch schon. Das ist wohl ein Dialog, der auch nicht weggeht, oder doch? Ach, egal. Dachte, wir kennen das schon, aber jetzt haben wir es natürlich verpasst. Egal. Wo ist der Bogner? Also, wir sind hier entlang gelaufen und kamen hier wieder raus. Wo hast du das denn schon wieder her? Dann kann er ja hier nirgends sein. Da geht es ja zu dieser Margot, das weiß ich noch, zu dieser Kräuterliesel. Hier geht es ja raus aus der Stadt und zu den Predigern und zu der Arena. Ja, dann kann eigentlich der Bogner nur irgendwo hier sein. Könnte. Mal schauen, ob wir den auch hier finden. Hier ist ja die Kneipe oder das große Wirtshaus. Das hier waren ja Stadtviertel von irgendwelchen einfachen Bewohnern. Waren wir eigentlich hier schon? Ich weiß es gar nicht. Also hier in dieser Ecke meine ich. Wobei, ich glaube, hier gibt es sowieso nichts. Nö. Sieht nicht so aus. Kein Geheimversteck. Kein Lederbeutel, der rumliegt. Keine Goblinbeere zu finden. Nö. Wo ist dieser Bogner, Leute? Ja. Das kann doch nicht sein, der muss doch irgendwo... Also hier ist ja das Wirtshaus, okay. Dann haben wir hier die Gegend mal durchgecheckt. Gehen wir mal weiter. Kann ja nicht sein. Ist ja ein normales Haus. Das hier ist... Aarhus. Okay. Dann müsste das hier ja irgend so ein Schneider. Nee, nicht Schneider. Tischler war das, genau.
Das war der Tischler. Und hier. Ne, das ist auf jeden Fall nicht der Bogner. Ich bin jetzt echt ein bisschen überfragt. Wir können ja nochmal hier gucken, aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass hier der Bogner sein soll. Hä, was ist denn hier? Ach ne, das ist der Joachim, das ist nur ein anderer Eingang. Super. Hier ist das Hotel. Das ist ja interessant. Hilfe! Ich habe was damit. Sag mal, sind wir so blöd, oder? Das ist doch kein Geheimnis mehr. Da kann ja jetzt nicht sein, dass wir jetzt hier 10 Minuten lang damit verschwenden, so einen Bogner zu finden. Nee, das ist ein normales Haus. Ach, das gibt's doch nicht, ey. Was machen wir verkehrt? Da waren wir doch schon. Und da waren wir jetzt auch schon. Tja, ich bin überfragt. Ich bin überfragt. Ich meine, in diese Richtung gibt es ja sowieso nichts. Soweit ich mich erinnere. Oder doch? Nee, da war ja gar nichts. Da waren ja nur diese Wachen. Genau. Ich sehe sie schon. Und das war's. Ey, wo ist dieser Bogner, Mann? Das kann doch nicht sein. Bei allem, was recht ist. Das gibt doch nur noch mehr Ärger. Daran wird sich nie was ändern. Das kann ja nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, dieser Bogner. Ich hab seinen Namen vergessen. Ey, das gibt's doch nicht. Hier sind wir doch schon rumgelaufen. Ich hab mir das schon. Sag mir bloß nicht, wir haben ein Haus verpasst oder so beim Vorbeilaufen. Das wäre natürlich super peinlich. Nee, haben wir nicht. Da haben wir reingeguckt. Hier war ja nichts. Das hier ist das Haus von Vestito. Hier ist der Bäcker. Das kann man schon am Schild erkennen. Und ich meine, der Bogner hätte auch so ein Schild vor seinem Haus. Ach, das ist das Haus von Cartus, glaube ich. Was hast du hier zu suchen? Ja, da ist er auch, der Cartus. Okay, interessant. Also, wir dürfen nicht rein. Aber er hat gemeint, er verkauft nur Karten, wenn er dann zu Hause ist. Wenn wir aber rein wollen, wir kommen jetzt auch rein. Sag mal, willst du mich verarschen? Du hast gerade auf dem Marktplatz gesagt, ich verkaufe nur meine Karten, wenn ich zu Hause bin. Jetzt sind wir in deinem Zuhause und du redest nicht mit uns. Ey, seid ihr alle nochmal ganz sauber oder was? Wie willst du uns Karten verkaufen, wenn wir nicht dein Haus betreten dürfen? Ey, die Leute haben echt alle hier einen Dachschaden, glaube ich. Ja, und wir haben das Haus einfach nur verpasst. Da ist er ja, der Bogner. Mann, ehrlich. Ach, ich weiß, warum wir vorbeigelaufen sind, wegen dieser Frau. Wir haben ja sie gesehen und wir haben nicht richtig in den Laden reingeguckt. Wenn man nämlich so... Ja. Und da ist auch dieser Heinrich. Hey. Boah, sorry, Leute. Aber das mit Cartus war gerade eben auch sehr lächerlich. Ach, mit Heinrich haben wir noch gar nicht gesprochen. So, da ist ja die Frage, warum er die Fälle nicht abzieht. Also, Heinrich hat davon geträumt, als Tier wiedergeboren zu werden und deswegen zieht er den Tieren nicht mehr das Fell ab. Na toll. Gut, was haben wir noch hier?
Heinrich erzählt ein bisschen was über Garrot. So, und wie läuft die Jagd bei dir? Ja, nichts Neues. Es geht nur um Tiertrophäen und ja, dass man halt einfach ein bisschen braucht, bis man mit Armbrust und Bogen umgehen kann. Alles Dinge, die wir schon selbst wissen. Es ist nun mal was anderes, irgendwelchen Hirschen oder jungen Wölfen hinterher zu jagen. Also wenn er davon redet, könnte es sogar sein, dass in dieser Mod irgendwelche Hirsche existieren. Das wäre ja mal interessant. Okay, Heinrich verkauft ganz viel Pfeile, wie ich gerade sehe. Pfeile mit Aufprallzünder. Explodiert bei Kontakt mit dem Ziel. Alter Schwede, das ist ja mal richtig krass. Das muss ja vom Effekt her sehr geil aussehen. Feuerpfeil verbrennt das Ziel mit magischem Feuer. Okay, das hat er sogar zweimal. Pfeil mit Obsidianspitze. In Ordnung. Dann hätten wir hier noch ein Paket mit 20 Federn. Die braucht man wahrscheinlich für die Pfeilherstellung. Und Pfeilschaft. Na gut. Die anderen waren normale Bolzen und Pfeile. Ja, waren sie auch. Aber das hier hört sich ja sehr, sehr geil an. Pfeil mit Aufprallzünder. Das heißt, wenn wir den abschießen und sobald der Pfeil das Ziel getroffen hat, dann gibt es einen Kontakt und eine Explosion. Das muss ja sehr geil aussehen. Müssen wir irgendwann mal ausprobieren. Gut. Ich guck mal eben, ob sich was aktualisiert hat bei diesem Heinrich-Problem. Heinrich hatte einen tierischen Traum und hat jetzt deswegen Angst, Tieren das Fell abzuziehen. Wir gucken mal, ob wir mit dem Bogen darüber reden können. Ja, können wir auch. 50 Erfahrungspunkte, sehr schön. Okay, also unser Held erzählt eben das Traumaproblem von Heinrich. Und das war's jetzt, oder wie? Ich gucke jetzt mal kurz. Also die Quest ist hier weg. Ja, gilt als erledigt. Garrot weiß jetzt von Heinrichs Beweggründen. Er war über meine Erkenntnisse nicht erfreut. Meine Arbeit war aber gut. Okay. Hat er sonst noch was zu sagen? Nee. Also wir können bei ihm natürlich das Fell abziehen lernen. Kostet, wie gesagt, 5 Lernpunkte. Und seine Aufgabe können wir nur machen, wenn wir Tieren das Fell abziehen. Nee, dann machen wir das nicht. Jetzt muss ich gerade überlegen, was haben wir alles schon erledigt? So, das haben wir erledigt und genau. Ahus? Ja. Wir haben jetzt theoretisch 2 Aufgaben erledigt und soweit ich weiß, hat Ahus ja gesagt, wir müssen 2 Aufgaben machen, damit er uns in die Zunft aufnimmt. Wir werden jetzt einfach nochmal zu ihm gehen und mit ihm reden. Vielleicht klappt das jetzt schon, denn theoretisch ist er ja auch ein Meister. Nicht nur theoretisch, auch praktisch. Und
Er hat ja gesagt, wir müssen zwei Aufgaben erledigen. Und die haben wir auch gemacht. Ich hätte das anders gemacht. Es sei denn, er zählt sich selbst nicht mit dazu. Das wäre natürlich jetzt ein bisschen unschön. Dann müsste man das auch im Tagebuch deutlicher vermerken. Naja, wir versuchen es mal. Noch ist nicht aller Tage Abend. Na, Spitze. Jetzt ist er nicht mehr da. Aber nichtsdestotrotz, ich kann mich erinnern, dass wir, als wir die Stadt kennengelernt haben, beim Wirtshaus auf diesen Aarhus getroffen sind. Da saß er nämlich. Also daran kann ich mich noch erinnern. Und da hatten wir ja gesagt, ach ja, das ist dieser Aarhus, von dem der Typ im Armenviertel gesprochen hat. Es sei denn, Aarhus hat noch einen anderen Tagesablauf. Wo ist nochmal jetzt das Wirtshaus? Er sollte lieber den Mund halten. War das jetzt links oder rechts? Wir gehen jetzt mal rechts. Ja, genau, bei diesem kreisförmigen Platz da. Sind wir hier richtig? Genau. Sieht aber nicht so gut aus. Da ist ja nur der Klavierspieler. Na, Spitze. Und du bist eine Bürgerin. Haben wir eigentlich schon mit Amadeus gesprochen? Ja, glaube ich schon, ne? Nee, haben wir noch nicht. Er hat früher sogar für den König gespielt oder für das Königshaus. Okay. Es ist fürchterlich. Ich werde ein Invalide sein, sagt Amadeus. Okay, er hat irgendwie ein Problem mit seinem Klavier. Du meine Güte, der ist ja richtig schlecht drauf. Oder besser gesagt, niedergeschmettert. Vielleicht können wir ihm helfen. Ja, finde jemanden, der mein Klavier wieder in Schuss bringen kann. Okay, wir lesen mal eben kurz. Amadeus sorgt sich um seine Hände. Er meint, die Tasten an seinem Klavier seien irgendwie widerspenstig. Meine Güte, ist der Kerl theatralisch. Mal schauen, wer etwas über Klaviere weiß. Also wenn ich mal so eben drüber nachdenke, das ist so ein Holzgegenstand und wir kennen ja einen Tischler in der Stadt. Wir sollten mal vielleicht zu diesem Joachim gehen. Vielleicht kann der da was machen. Und wo ist dieser Aarhus? Vielleicht ist er ja beim Marktplatz irgendwo. Und dackelt da irgendwie rum. Wir sind ja sowieso schon hier. Dann gucken wir da mal kurz vorbei. Er sollte lieber den Mund halten. Doch nur noch mehr Ärger. Genau das habe ich auch gesagt. Nee. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Hier ist gar nichts. Und der Stand ist leer. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Hier ist kein Aarhus. Das sind doch alles nur Gerüchte. Tja, toll.
Jetzt, wo wir ihn brauchen, ist er nicht da. Das war doch klar. Super. Okay, wir gehen jetzt nochmal kurz zu Joachim und gucken mal, ob wir das mit dem Klavier regeln können. Wenn dem nicht so sein sollte, oder egal, was auch immer passiert, machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich denke, wir haben lange genug aufgenommen jetzt. Und wir sind jetzt nicht so weit gekommen, schon allein wegen der Sucherei, wegen des Bogners. Tut mir leid, aber passiert nun mal, sorry. Da ist er ja. Hey. Ja, tatsächlich, der hat eine Gesprächsoption. Und der hat eine Gesprächsoption wegen Barim. Was ist da wegen Barim? Ich habe die Münzen nicht dabei. Dann geh und beschaff sie mir. Ach so. Ach genau, wir müssen dann... Ach verdammt, wir müssen ja noch eine Quest für Barim erledigen. Irgendwie zwischen 13 und 14 Uhr. Seine Frau irgendwie stalken. Machen wir erstmal das. Okay, also Joachim will mit der Sache nichts zu tun haben. Wir sollen den Wirt fragen. Naja, okay. Ich guck mal eben. Ja. Wir können der Frau nicht mehr hinterher stalken. Das müssen wir morgen dann machen. Dann speichern wir an dieser Stelle auch ab. Und gehen in der nächsten Folge zu dem Wirt. Reden mit ihm wegen dem Klavier. Und anschließend schlafen wir eine Runde. Gehen zu Aarhus. Und dann stalken wir die Frau. Also, danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.